Willkommen zurück, Freunde, zu einer weiteren Folge Little Inferno. Bevor wir loslegen, Leute, wir haben Platz 50 in den Trends erreicht. Das ist zwar der letzte Platz, aber es ist immerhin etwas. Ich bin der Erste von unten. Ja, vielen lieben Dank nochmal dafür. Und andere Sache, ich will diesmal richtig loslegen. Ich habe schon lange meine Finger nicht mehr geknackt, deswegen lasse ich das lieber. Früher habe ich es geknackt wie ein bis zu... Anderes Thema. Ich will in dieser Folge ziemlich viele Kombos hinbekommen und Spin erledigen. Gib her. Denn in der letzten Folge war ich wieder unzufrieden. Ich habe wieder zu viel nachgedacht und ich habe auch das Gefühl, weißt du, ich muss euch alles zeigen und kann euch nicht nur die Erfolge zeigen, weil sonst denkt ihr, ich habe in einer Komplettlösung nachgeschaut. Aber ich gucke nicht in einer Komplettlösung. Das ist ja ziemlich simpel, das Spiel. Und ich habe auch schon einige Ideen. Aber zunächst einmal lesen wir uns diesen Brief durch. Oh, ich vergaß. Da war etwas, das ich dir sagen wollte. Bist du da? Ich bin da. Hey, komm schon. Oh Gott, Verbindungsprobleme. Was ich dir sagen wollte, was wolltest du mir sagen? Und was ist das? Ich habe einen Mond gebaut? Holy shit. Naja, eine Sache, die ich beim Schneiden merkt man echt, also da verstehe ich einige Kombos, wie zum Beispiel diese hier, Dino mit Kombo. Ich dachte in der Aufnahme, was zum Teufel ist mit? Ist das ein Übersetzungsfehler? Was? Den Dino kombinieren mit was? Mit und weiter? Aber es ist einfach nur ein Wortspiel. Es ist Dynamit. Dynamit. Deswegen denke ich mal, dass wir irgendetwas mit Dynamit brauchen. Und da hatten wir ja ziemlich viele Sachen. Nein, jetzt kein Brief. Ich muss hier was in die Luft jagen. Dynamit. Und wir hatten einen Dino. Ist das hier ein Pyrannosaurus-Stofftier? Genau, die beiden machen wir jetzt, ohne nachzudenken. Also, ich habe schon nachgedacht. Bitte entledige dich einige deiner Besitztümer, bevor du... Oh nein, ich muss... Na gut, zünden wir halt den Mond an. Das Übliche. Let's... Was ist das? Okay, warte mal. Okay... Merkwürdig, kann ich das benutzen, um Dinge zu säubern? Das testen wir einfach mal. Ich zünde jetzt erstmal das hier... Nein, 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 nein. Zünd es an, aber näher dich nicht dem Mond. Und jetzt können wir alles einsammeln, oder? Warte mal. Ja, er sammelt alles ein. Ey, das könnten wir benutzen, um, wo ist meine Briefmarke? Oh, shit. Oh, da ist... Wow. Der Mond ist komisch. Ich lasse ihn jetzt einfach mal hier oben. Und wir öffnen den nächsten Brief. Ha, 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 ha. Ich weiß, dass du da bist. Du willst wissen, warum ich das weiß? Bist du bereit dafür, dass ich dir etwas verrate? Ratte? Ja, wahrscheinlich sieht sie mich durch das Ding da hinten. Hör mir gut zu. Psst, oh Gott. Ich bin deine Nachbarin. Oh. Und ich glaube, ich bin hier gefangen. Oh. Jetzt wird's ziemlich traurig. Genau wie du. Du und ich. Oh nein, 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 nein. Wohin entwickelt sich das Ganze? Wohin entwickelt sich das? Und eine schmale Wand zwischen uns. Von deiner Nachbarin. Sugarplums. Okay. Ich habe schon mitbekommen, dass die Story ziemlich traurig sein soll, hat mir gestern ein Kollege gesagt, der hier war und sich das Spiel auch geholt hat, nachdem es gesehen hat und direkt durchgedaddelt hat. Also es macht echt verdammt viel Spaß. Ich kann es nur empfehlen. So, hier haben wir einen Dino. Den Mond lassen wir jetzt erstmal und ich schnapp mir diesen Kollegen hier. Und den lassen wir auch erstmal direkt mit einer Briefmarke hierher holen. Und jetzt verbrennen wir dich und dich. Oh nee. Oh nee. Warte mal, ich hatte sie vielleicht... Oh, der scheiß Mond. Warte, ich verbrenne erstmal den Mond. Nur den Mond. Weg. Komm, nur den Mond. Nur den Mond. Verschwinde jetzt. Verschwinde. Du hörst so attraktiv zu sein. Du gut. Nicht die Flamme. Ja, die Dino mit Kombo haben wir trotzdem bekommen. Trotz des Mondes. Hätte ich dich auch behalten können. Fuck. Naja. Sorry, Mond. Ey, der funktioniert immer noch. Das ist cool. Ich nutze das jetzt einfach, damit er hier immer aufräumt. Und ich hier Sachen reinlegen kann, die nicht sofort in Flammen aufgehen müssen. Können. Sollen. Noch eine Sache, diese Zeitbomben-Kombo, ne? Wir hatten ja zwei Dinge, die gebraucht haben, bis sie explodieren. Achso, das ist schon das dritte Buch, was ich mir kaufen kann, oder? Ah, ne, ich muss erstmal alle aus dem zweiten Artikel kaufen. Gut, lass uns erstmal alles... Hab ich doch schon. Ich hab doch alles... Ne, ich hab das hier nicht geholt, ne? So, ich wollte das hier und das hier auch kombinieren. Genau, diese beiden hier. Denn da steht irgendetwas mit erschrecke deine Freunde oder sowas. Und hier steht, dass du imaginäre Freunde hast. Ich weiß zwar nicht, welche Kombo es hier sein soll, aber... Oh, vielleicht lasse ich das auch lieber... Naja, wir müssen auf jeden Fall auch noch diesen hier verbrennen. Habe ich noch nicht gemacht. Sehr schön. So, wo sind die Teile? Ah, ich bin ungeduldig. Gib mir die Glühbirne direkt. So, dann schnappen wir uns das und das. Einfach mal verbrennen. Und, oh, mein Mond ist auch weg. Ach, der ist in mein Ghetto gekracht. Steht ihr? Okay, gut. Ein paar Spritzen drin. Wow, das ist echt ein interessanter Prank.
Und jetzt diese Glühbirnen hier, die auch dreimal vertreten sind. Auf Wiedersehen. Wir machen das schön warm und gemütlich. Kann das jetzt hier alles mal weg? Brennt das Ding nicht? Doch, ist es. Wir haben noch einen Brief bekommen. Wichtige Wettermeldung. Die Wettervorhersage sagt, dunkle Schneewolken kommen aus allen Richtungen auf uns zu. Es kommt etwas auf uns zu. Etwas Großes. Haltet euch warm. Meldung vom Wetterballon. Über den Rauchwolken. Über der Stadt. Der Wettermann. Oh Mann, der Wettermann ist so ein cooler Typ. Ich will auch so ein Held sein wie er. Wir verbrennen jetzt erstmal diesen hier, diesen Brief. Und ich glaube, wir können uns jetzt sogar das dritte hier holen. Aber... okay, wir holen uns das. Okay, überzeugt. Das Ding ist halt nur, dass mir noch einige Kombinationen fehlen. Feuerspucker-Kombo zum Beispiel auch noch. Was spuckt denn Feuer? Das hier spuckt Feuer, was spuckt noch Feuer? So, das ist doch bestimmt voll simpel. Keiner mehr, oder? Keiner von denen spuckt sonst Feuer. Oder das magnetische Herz. Das ist doch sicherlich hier, dieser Magnet. Den basteln wir jetzt. Und das Herz. Wir haben doch nur ein Herz. Na gut, ein Herz hatten wir auch von ihr, aber das haben wir direkt verbrannt, wir Idioten. Uns fehlen noch ein paar Dinge. Ja, was können wir denn hiervon verbrennen? Lass uns einfach mal diesen Ölfrachter verbrennen oder so. Der gibt bestimmt gut Punkte. Lass uns mal loslegen. Genau. Erstmal den Ölfrachter mit einer Briefmarke herholen. Zack, verbrennen. Ich hoffe, du gibst ordentlich Punkte, genauso wie diese Spinne hier. Ich habe gerade ein bisschen Geldprobleme, Mann. Yes! Und 18 Münzen, reicht das? Ich weiß es gar nicht. Es reicht genau 15. Okay, sehr schön. Dann hole ich mir jetzt dieses kalte Metallherz. Aber da, bei dem anderen steht, dass der gar nicht Magnete oder Metall anzieht, ne? Vielleicht zieht der Herzen an, deswegen. Och, scheiße, ich brauche echt ihr Herz. Wie bekomme ich ihr Herz? Nein, versteh das nicht falsch. Ich will nicht das kleine Mädchen umbringen und ihr Herz rausreißen. Ich will einfach nur dieses Pappherz, was sie mir gegeben hat. Naja, vielleicht ist das auch die richtige Lösung. Lass uns das einfach mal versuchen. Okay, der zieht auf jeden Fall Feuer an. Magnetisches Herz. Okay, gut, jetzt bin ich beruhigt. Sehr schön. Ich dachte schon, ich habe das Herz zu früh verbrannt. Verdammt nochmal. Es hat Bing gemacht, Leute. Hier, guck mal. Die Bauklotz-Kombo. Die hat ja nicht so funktioniert bei mir. Und ich habe jetzt weiter runtergescrollt und mir mal angesehen, was wir jetzt im nächsten Katalog alles machen können. Und unter anderem gibt es hier die Holzblöcke-Kombo. Das ist, glaube ich, eine Kombo, die wir später machen können mit den anderen Blöcken. Und wir brauchen jetzt die Bauklötze. Gewöhnliche Ziegel mache ich jetzt mal. Und ich mache mir jetzt... oh, ich drücke immer die falschen Knöpfe. Und diese hier. Ne? Für aufstrebende Architekten und außerdem haben wir da hinten noch, das steht auch irgendwie, da kannst du eine Stadt bauen. Ich denke mal, dass die zusammengehören. Lassen wir es einfach mal überraschen. Versuchen wir es, ne? Ein Versuch ist es wert. Wenn es nicht klappt, schneide ich es trotzdem rein, denn manchmal braucht man auch Fehlversuche. Okay, so, das stellen wir jetzt hier hin. Sehr gut, nicht, dass wir das echt irgendwie noch aufbauen müssen oder so. Und? Komm schon. Komm schon! Es ist die Bauklotz-Kombo. Oh Gott, es ist so befriedigend. All die Leute, die gesagt haben, aus mir wird nichts. Na, dann schaut mal an. Schaut mal meine Kombos an. Puh, okay, so. Diese Generation-Kombo check ich nicht. Mir wurde auch in den Kommentaren gesagt, hey, Spinneier, da steht Generation und so. Das habe ich auch schon gelesen. Aber womit kombiniert man das? Ich würde ja eher sagen, dass diese hier die Generations-Kombo ist. Aber das haben wir schon versucht und es hat nicht funktioniert. Und wieso leuchtest du so golden und gelb? Und wieso das auch? Ah, wahrscheinlich, weil wir schon hier hinten, dass wir die erfolgreich kombiniert hatten, aber der muss doch jetzt auch leuchten. Naja, was mit dem Fahrrad? Hölzernes Fahrrad, beschleunigt von 0 auf der Burner in 60 Sekunden oder weniger. Der Burner. Feuerspucker-Kombo. Oh, lass uns da mal was versuchen. Ich habe da so eine kleine Idee. Wo ist der Feuerspucker? Wir hatten doch hier so einen kleinen Feuerspucker. Wer war das von denen? Nee, das war, glaube ich, sogar auf der ersten Seite, nicht wahr? Ja, hier, dieser hier. Okay, lass uns mal das probieren. Es sieht auch so identisch aus, ne? Lass uns das mal probieren. Das wird bestimmt klappen. So, Briefmarke opfern wir. Wir haben genug davon. Yes, und jetzt beide rein. Und? Komm schon! Ah, okay, das ist es nicht. Okay, das war ein Schuss in den Ofen. Verdammt nochmal. Aber irgendwie müssen wir das Fahrrad auch noch verwenden. Ah, jetzt, wo ich es auch hier sehe, lol, Katzenkombo, die habe ich mir auch, die wurde gespoilert in den Kommentaren. Ich sollte aufhören, Kommentare zu lesen, aber es ist halt unterhaltsam, das Ganze zu lesen. Und, pass auf, das wurde mir hier, ich glaube, die Katze müssen wir machen. Und einmal diesen Fotoapparat, aber dafür brauchen wir 15 Münzen. Scheiße, Mann. Wisst ihr was, ich verbrenne, glaube ich, mein Thermometer. Oder gibt es hier irgendwo eine Thermometer-Kombo? Erstmal die Spinne hier.
Gibt es hier irgendwo eine Thermometer-Kombo? BM-PCS-Geschirr, Cornflakes, tödlicher Fisch. Gott, die nächsten Kombos sind komisch. DJ-Meter-Kombo, Unterwasser-Kombo. Naja, wir werden sicherlich noch später die Sachen machen können, die wir geschenkt bekommen haben, oder? Ich schätze es schon. Dann verbrenne ich jetzt meine Geschenke. Einfach für Geld. Oh Gott, ist das die traurige Geschichte? 22 Münzen, okay, das hat sich gelohnt. Plötzlich verspüre ich keinen Schmerz mehr. Das hier soll die Combo sein. Vielleicht hat die Person selber keine Ahnung und das ist nicht die Combo. Schauen wir einfach mal. So, weg damit. Das hier muss weg. Und... Oh Gott, dauert das. So, zack, die Katze und den Fotoapparaten. Lol, Katze-Kombo, das ist tatsächlich die Katze, okay. Oh, au, verdammt nochmal. Lass uns mal anfangen, hier im dritten Bereich alles zu verbrennen. Hier haben wir einen Holzlöffel. Jetzt mit mehr Splittern für verbessertes Züchten. Da stotter ich schon vor Angst. Die meinen damit, dass man halt erziehen kann. Mit einem Holzlöffel, der noch mehr Splitter hat. Verdammt nochmal, das müssen wir verbrennen, damit Mom es nicht in die Finger bekommt. Marshmallows, gemacht aus süßen Wolken, Gewinner des Kentucky Derby. Alles klar, verbrennen wir. Und Trockeneiswürfel, verbrennen wir. Was haben wir hier? Wurstkette. Man kann ohne Fleisch keine Wurstfest veranstalten. Ja, stimmt auch, ne? Natürlich. Der Kugelfisch. Mir fällt kein Grund ein, warum du ihn nicht in den Mund nehmen solltest. Mir auch nicht, deswegen kaufen wir ihn. Ich glaube, ich habe keinen Platz mehr, ne? Wie viel kostet ein Extraplatz? 100, okay. Naja, dann fangen wir jetzt einfach mal an. Verbrennen jetzt einfach mal alle Sachen, die ich hier finde. Vielleicht schalten wir sogar eine Combo frei, wer weiß. Einfach mal alles verbrennen, selbst dich, mein Freund. Komm her. Yes. Und jetzt werfen wir einfach mal alles rein. Einfach alles rein. Marshmallows, das hier, das hier, das und das. Komm schon, irgendeine Combo ist es. Irgendeine Combo. Was ist das? Wo? Was ist. Igitt! Ist das noch ein Teil einer Katze? Das Auge? Ekelhaft! Wieso ist alles eingefroren? Ach so, Moment mal, die können das hier einfrieren oder was? Oh, der Eiswürfel hat alles eingefroren. Oh, der Marshmallow hat sich nicht gefreut, verbrannt zu werden. Oh Gott, ich dachte schon. Oh, Leute, wir haben gleich die 100 voll. Und wir haben auch wieder einen Brief. Okay, das ist also jetzt, naja, ein Schuss in den Ofen gewesen, was? Oh, hält dein Kamin dich warm? Weißt du, was noch gemütlicher ist als ein prasselndes Feuer? Eine Umarmung. Da habe ich ein Stofftier, das kann ich dir geben, Omi. Ein Buy-ein-Gutschein für eine Gratis-Umarmung. Du wirst sie eines Tages vielleicht brauchen. In Liebe, Miss Nancy. Scheiße, Mann, das ist eine Gratis-Umarmung, sagst du. Du bekommst einen Umarmungsgutschein. Oh, gibt es hier irgendwie eine Umarmungskombo? Weil dann habe ich den Teddybären. Ich lese da die ganze Zeit irgendwas mit Katzenfisten, aber nein, das ist nicht richtig. Nee, ich kann hier irgendetwas, also ich kann hier nichts finden, was mit Umarmungen zu tun hat. Aber ich kann ja mal trotzdem mal den Teddybären machen, der Umarmungen haben möchte. Im zweiten Katalog war das der Typ hier, nicht wahr? Komm schon, du kriegst sogar noch einen Umarmungsgutschein. Gott, das müsste der glücklichste Teddybär überhaupt sein jetzt gerade. So, her damit und verbrennen wir das Ganze mal. Ich hoffe, die Obi wird nicht wütend auf uns sein. Nee, das ist keine Combo, die wir irgendwie jetzt gerade freigeschaltet hatten. Okay, wir machen einfach weiter und kaufen uns mehr Platz. Oh, bingo. Sehr schön, jetzt haben wir noch mehr Platz, können noch mehr Sachen basteln. Aber eigentlich hatte ich schon genug Platz, nicht wahr? Naja, egal. Jetzt muss ich aber warten. Warte, den Kugelfisch haben wir schon gebastelt und gemacht, ne? Hier ist ein zerbrechliches Porzellan. Fügt jeder Abendeinladung oder hitzigen Diskussion ein dramatisches Flair hinzu, okay? Aber ich habe leider kein Geld. Mist! So, ich habe ein bisschen Kohle. Ich habe diesen Kugelfisch nochmal in die Luft gejagt und der hat mir ein bisschen Geld gegeben. Zerbrechliches Porzellan machen wir jetzt einfach mal für 15. Let's go. Schauen wir uns an, wie sich das Ding so macht, nicht wahr? Übrigens, die Augen gehörten auch zum Goldfisch. Die bitte wegbekommen hier. Das ist ziemlich ekelhaft. Das ist ziemlich ekelhaft. So, dann machen wir mal das Porzellan hier kaputt. Schade, das schöne Porzellan. Nein. Oh Gott, das ist wahrscheinlich Omi, die sich jetzt beschwert, oder? Das ist Omi, die sich beschwert. Und? Nein. Hallo Nachbar. Bist du noch da? Du liest alle meine Briefe aufmerksam, oder? Du überfliegst sie nicht nur und verbrennst sie dann, oder? Nein, niemals. Eines Tages werde ich etwas wirklich Wichtiges sagen. Yes, ich hab dir etwas bestellt. Bist du bereit? Es kommt heute durch deinen Kamin. Wow. Habe ich jetzt Vorhänge oder was? Kann ich sie verbrennen? Nein, ich meinte, wo ist eigentlich der Brief hin? Ich würde ihn gerne verbrennen. Okay, wir haben Vorhänge. Das ist schön. Das ist schön. Sieht echt gemütlich aus. Und ich habe nicht versucht, sie zu verbrennen. Wahrscheinlich wird sie gleich sagen. Hast du etwa versucht, meine Vorhänge zu verbrennen? Gefallen dir deine neuen Vorhänge? Ich klinge wie die Omi, oder? Sie sind so
Sie sind so wunderhübsch, du, das ist die Stimme. Es gibt nichts Besseres als ein gut dekoriertes Zuhause. Aber mach dir keine Sorgen, sie sind feuerfest. In Liebe, Sugar Plums. Okay, da bin ich ja beruhigt. Verdammt nochmal, ich dachte, die geben Geld. Na gut, dann verbrennen wir jetzt erstmal den Discount-Sushi und uns fehlen wieder zwei. Ist hier vielleicht eine Spinne irgendwo zu sehen? Nein? Na gut, Briefmarke. Zack. Und Discount-Sushi ist auch wieder mehrmals vertreten. Sehr merkwürdig. Ja, so hat sich das angefühlt, wenn man sich Discount-Sushi holt. Das war eine große Spinne. Oh la la. So, also ich bin kein Freund von dem fertigen Sushi. Ich mag nur dieses Sushi, das frittiert ist. Da ist der Kaffee. Zeit für einen Kaffee. Den holen wir uns für 20 und die Eiswürfel. Das ist der Eiskaffee. Ne, die Kombo, die gibt es. Und ich schätze mal, das ist die. Ja, ich weiß selber nicht, wie ich drauf komme. Ich weiß, ich bin oberschlau. Oh, das hat gerade 2 Briefmarken gekostet. Eieiei. Naja, pass auf den. Und jetzt hier. Eiskaffee. Oh, Gott sei Dank. Ich dachte, es ist kurz verbuggt. So, gibt das ordentlich Münzen. Yes, naja, es geht so. Dafür ein paar Briefmarken, okay. In Kombination mit einem netten Karton voll Wein. Unschlagbar, und das ist Wein. Midlife-Crisis-Dämpfer. Trinke 2 Gläser vor dem Schlafengehen. Frühstück, Mittagessen und dem Abendessen. Okay. Und erstmal das hier. Und den Discount-Sushi. Und den Wein. Let's go. Komm schon. Nein? Oh Mist. Spielzeugkammerjäger, schützt deine Ernte nur durch natürliche Mittel, wie Napalm. Sehr gut. So und so. Vielleicht ist das sogar eine Kombo. Wer weiß, hey, manchmal kann es durch Zufall passieren. Oh oh. Feuerspucker! Das ist die Feuerspucker-Kombo, oder? Ist das die Feuerspucker-Kombo? Vielleicht mit dem anderen, mit diesem Tiki-Scheiß-Ding da? Das ist immer so teuer, das herzustellen. Ich warte noch ein bisschen. Gut, was steht da drin? Es ist... Ich hab nen Käfer gesehen. Ah! Gack! Hey, schickst du mir? Ein Kammerjäger, schick mir einen Kammerjäger, okay, danke. Und den hatte ich gerade verbrannt. Hättest du nicht vorher kommen können. Oh, der Kammerjäger. Wo ist der Kammerjäger? Da ist der. Oh, 20 Sekunden noch warten. Oh, das ist prima. Was haben wir denn hier so? Heuschreckeneier. Für den verwegenen Feinschmecker. Magic Mushrooms erzeugt Freude an dunklen und feuchten Orten. Okay. Und Bingo, da haben wir es. So, ja damit. Und den schenken wir jetzt. Ah, komm, verschwenden wir zwei. Ich habe gleich keine Briefmarken mehr. Ich dachte, ich habe voll viele. Aber gut, vielleicht kriegen wir gleich noch ein paar. So, hier hast du den Kammerjäger. Nachricht verschickt. Bingo. Ich hoffe, ich bekomme gleich eine Antwort mit irgendwas Coolem. Yes, 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 yes. Oh, keine Briefmarke diesmal. Okay, die Insektennest-Kombo würde ich jetzt mal sagen. Ich weiß zwar nicht, was das hier ist. Das könnte auch vielleicht noch irgendwie ein riesen Insektenei sein. Aber ich denke mal, dass die Insektennest-Kombo dann das hier mit den Spinneneiern ist. Deswegen erstelle ich mir jetzt mal ganz kurz die Spinneneier. Werde jetzt erstmal die Eier hier verbrennen. Auf Wiedersehen. So, die müssten jetzt auch bunt leuchten oder sowas. Ah, war jetzt nicht gerade so bunt. Danke für den Kammerjäger. Er ist perfekt. Fertig, Kammerjäger. Hol dir den Käfer. 1, 2, 3. Oh, man hört sie da im anderen Zimmer. 3. Na gut, wenn ich Insekten sehe hier, möchte ich eigentlich das Gleiche machen. Ups, daneben. Oh nein, sag mir nicht, die Wand ist kaputt. Oh, da ist der kleine Käfer. Komm her, kleiner Käferkumpel. Okay, wir sind jetzt Freunde. Leck, leck, leck. Ah, er liebt mich. Okay, wir überspringen das hier einfach mal. Okay, könntest du aufhören damit bitte? Ah, wie süß, er hat ein Ei gelegt. Oh, warte mal, was ist das für ein Ei? Du bekommst deinen Käferfreund. Okay, und das hier ist jetzt das Spinnei. Ich mache mir jetzt erstmal, ich mache mal die andere Kombo hier. Für den verwegenen Feinschmecker. Ah, ja, das ist bestimmt auch die Kombo hier drüben, ne? Hier, ausgeflipptes Essen. Da holen wir uns das, dann holen wir uns das hier und vielleicht das hier. Oder gibt es andere Kombos? Hoffentlich ist das jetzt die Insektennest-Kombo. Das würde mir echt helfen. Ja, es ist die Insektennest-Kombo. Perfekt. Kann ich die noch alle anzünden für coolen Stuff? Okay, 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 okay. Pass auf, ich mache jetzt die... Ich weiß nicht, was ich eher hinkriege. Ausgeflipptes Essen oder flüssige Diät-Kombo. Ich versuche mal die flüssige Diät. Für die flüssige Diät versuche ich jetzt erstmal 100% das hier. Future Fish. Kaufen. Der Wein. Kaufen. Und entweder... Ne, das sieht nicht gerade so flüssig aus, ne? Da ist irgendwas drin. Und ich versuche jetzt... Was ist das nochmal? Marshmallows. Wir versuchen den Kaffee jetzt auch nochmal. Let's go. Jetzt heißt es nur noch warten, bis alles hergestellt ist. Und vielleicht bekommen wir jetzt unsere allererste Dreier-Kombo hin. Ich hoffe es sehr. Ich hoffe es sehr. Nummer 1 ist fertig. Alles klar. 3 Stück haben wir auch davon. Mal gucken, ob vielleicht reicht auch nur einer, den wir verbrennen können.
Gucken wir gleich einfach mal. Ich schmeiß aber lieber alles rein. Nummer 2 ist fertig, genau, der Wein. Und das 3. ist fertig. So, dann stellen wir jetzt erstmal den Kaffee hin. Dann stellen wir jetzt den Wein hin. Und verbrennen kurz die Spinne. Und stellen jetzt diese Dose hier noch hin. Aber wir stellen alle 3 hin. Sehr gut. Und go. Flüssige Diät-Kombo geschafft. Yes, okay. So Leute, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst eine Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Ich werde, glaube ich, diesmal nicht in die Kommentare reingucken, weil da ist die Gefahr halt groß, dass ich mir Kombos ansehe und ich will irgendwie erstmal alles selber rausfinden. Aber ich schätze mal, euch gefällt das Spielchen? Wenn nicht, dann schickt mir Briefe. Aber da könnt ihr mich dann auch spoilern. Keine Ahnung, Mann. Keine Ahnung. Vielleicht veranstalten wir auch einfach ein Fan-Treffen, wo ihr mich dann anguckt und einfach nur, ich klebe euch den Mund zu. Und dann müsst ihr einfach nur nicken oder nein sagen. Da könnt ihr, glaube ich, nicht so viel spoilern und mir einfach sagen, ob das cool ist, das Projekt. Alles klar. Gut, bis zum nächsten Mal. Euer Holly.